Ja, hallo liebe Nature Child Ordensschwestern zum heiligen Klappmesser unter den Nietner Lederröcken. Heute möchte ich euch das vorletzte Messer vom Michi etwas genauer vorstellen. Der Michi hat mir einen ganzen Haufen Messer geschickt und ein Messer fehlt noch, das Schrade oder Schrade Haumesser, und das wird jetzt das vorletzte Messer sein aus der Reihe. Das möchte ich euch heute etwas genauer zeigen, und jeder, der wissen will, was halte ich denn von dem SK Wild Ones Freya Messer, der ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Wer noch dazu wissen möchte, für welches Messer habe ich mich denn nun letztendlich entschieden? Ich darf mir ein Messer behalten vom Michi und habe ein wahnsinniges Geheimnis draus gemacht. Der soll auch bis zum Ende dranbleiben, weil am Ende werde ich es euch nämlich verraten. So. Und jeder, den das nicht interessiert, kann trotzdem dranbleiben, weil es ist nämlich ein hier wirklich wunderschöner Ort, wo ich gerade bin. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich hier gerade bin, aber es ist trotzdem wunderschön. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. Die Raupe nimmer satt. Hier ist die Raupe. Nach dem phänomenal verplanten Anfang, hallo Raupe. Schau mal. Was machst du denn? Okay. Tiere mögen dich. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, Insekten mögen mich. Ist das jetzt ein Raupen, kleiner Fliegenkampf? Ja gut, dann lasse ich sie halt ein bisschen auf mir rumkrabbeln. So, nach dem phänomenal verplanten Anfang kommen wir, wie fast immer, erst einmal zu den technischen Daten. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 23 cm, wobei die Klingenlänge 11,8 cm beträgt. Heißt, es fällt nicht unter das Mitführverbot. Das Messer hat ein Gewicht von 250 Gramm und ist aus einem Eisi 420er HC Stahl geschmiedet. Der Griff ist ein ganz normaler G10 Griff, relativ klein, aber dazu komme ich gleich noch etwas genauer. Das war es eigentlich von den technischen Daten. Achso, ja, die Klingenstärke beträgt stolze 5 mm. Also ja, kann man schon was damit anfangen. Das war es erst einmal von den technischen Daten. Und jetzt muss ich mich um Raupi kümmern. Ich habe sie mal liebevoll Raupi genannt. Ohne weitere Raupenunterbrechung und weil es schon langsam dunkel wird, möchte ich euch jetzt ganz gern meinen ersten Eindruck von dem SK Wild Ones Freya Messer offerieren. Was halte ich denn von dem Messer? Also ganz ehrlich, ich bin nicht so überzeugt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, wie soll ich sagen, ist meine Saturiertheit von den Billig-China-Messern schon langsam erreicht. Also diese Messer, die in China eingekauft werden und dann hier gebrandet werden und einfach völlig überteuert, wie ich finde, das ist nur meine Meinung, hier verkauft werden. Schon langsam langt's, finde ich. Was jetzt aber mit dem Messer an sich nichts zu tun hat. Das wollte ich nur mal so allgemein loswerden. Ich habe mich auch ein bisschen in die Firma eingelesen, SK Wild Ones, aber dazu möchte ich jetzt gar nicht viel sagen. Eigentlich möchte ich da gar nichts dazu sagen, weil ich möchte niemanden zu nahe treten. Nur mir persönlich reicht es jetzt dann schon langsam, von diesen Messern. Zum Messer an sich, rein subjektiv betrachtet, nur meine Meinung, mir gefällt es halt einfach nicht. Mir gefällt die Klingenform nicht. Ich finde es einfach nicht sexuell attraktiv, das Messer. Es spricht mich nicht an. Und zum anderen, was einfach nicht wirklich durchdacht ist, wie ich finde, ist der Griff. Weil der Griff schränkt einfach in der Benutzung ein. Bei mir geht es jetzt gerade noch so, weil ich habe relativ kleine Prinzessinnenhände. Aber wenn jetzt da irgend so ein
Football-Basketballspieler daherkommt mit Riesenpranken, der kann einfach mit dem Messer nicht arbeiten. Also der Griff ist, keine Ahnung. Ich habe gehört, es soll ein neues Messer von SK Wild auf den Markt kommen. Ich glaube, das heißt Loki oder so. Da wurde sich dem Problem angenommen und das Problem wurde aus der Welt geschafft. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, habe ich nur gehört. Die Verarbeitung ist ganz sauber, aber das ist bei den meisten China-Messern der Fall. Also man kauft ja auch keinen völligen Schrott ein, muss man auch mal dazu sagen. Die Full-Tang-Konstruktion steht ein bisschen raus über die Griffschalen, macht aber nichts, das stört nicht. Was ein bisschen stört ist, dass die Schrauben hier rausstehen. Das stört mich persönlich ein bisschen, obwohl ich da eigentlich nicht so kleinlich bin. Aber da fällt es mir auf, in der Handhabung, da, ja, mich stören es halt einfach ein bisschen. Was mir gut gefällt bei dem Messer, da wurde wirklich mal mitgedacht, ist hier diese Fingeraussparung. Die ist endlich mal so groß, dass man die hernehmen kann. Also zumindest mit meinen Fingern kann ich die ganz gut bedienen, ohne dass ich mich gleich verletze. Das gefällt mir ganz gut, weil die meisten haben ja so ein Zwischending zwischen Fingeraussparung und Schleifkerbe. Kein Fleisch, kein Fisch, komisch. Aber da wurde echt mitgedacht. Im Großen und Ganzen, ich würde mir das Messer niemals kaufen, niemals. Mir wäre es auch zu teuer. Ich persönlich, nur meine Meinung, finde 30 Euro, das wäre gerechtfertigt. Es ist alles ordentlich verarbeitet. Auch die Kydex-Scheide, die mitgeliefert wird, ist ordentlich verarbeitet. Es ist ein Feuerstahl mit dabei. Den Feuerstahl kann man leider, wie ich finde, leider wie immer, am Klingenrücken hinten in Griffnähe nicht bedienen. Leider. Und da muss man wieder zur Spitze vorgehen. Das mag ich halt einfach nicht so gern. Aber das ist nur subjektiv, nur meine Meinung. Kann jeder sehen, wie er will. Ich persönlich würde mir das Messer einfach nicht kaufen. Mich spricht es nicht an. Wenn irgendjemand sagt, ich finde das Messer so sexy, dass ich mit dem Messer ganz gern eine erotische Relationship eingehen möchte, soll er das gerne machen. Ich möchte hier keinen beeinflussen. Ich möchte euch nur meine eigene Meinung kundtun zu dem Messer. Und meine eigene Meinung, meine persönliche Meinung ist halt einfach nicht so positiv. Unabhängig von der Firma oder sonst irgendwas. Und unabhängig davon, dass ich schon langsam die Schnauze voll habe von diesen China-Messern, die zurzeit den Markt überfluten. Am Anfang fand ich das ja noch ganz witzig, aber mittlerweile nervt es mich persönlich. Mich persönlich. Meine Meinung, ich sag's nochmal. Es muss mich keiner anschreiben oder angreifen oder sonst irgendwas. Was in letzter Zeit leider passiert ist. Und liebe Hersteller und liebe Firmen, wenn ihr mich von einem Produkt überzeugen wollt, also vom Gegenteil von meiner Meinung überzeugen wollt, dann schickt mir doch einfach ein Exemplar zu, von dem ihr überzeugt seid. Dann kann ich das testen und dann werde ich auch gegebenenfalls meine Meinung ändern. Ich bin ein Mensch, ich habe mich schon immer gern vom Gegenteil überzeugen lassen, wenn das Gegenteil Hand und Fuß hat. So, genug von dem Messer, genug gelabert. Jetzt kommt noch, ganz zum Schluss, wie ich es versprochen habe, die Auflösung. Sagt man da Auflösung? Nein, da sagt man nicht Auflösung. Ich werde euch jetzt erzählen, für welches Messer ich mich entschieden habe. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich da so ein Geheimnis draus gemacht habe. Aber das hat sich irgendwie so verselbstständigt. So, ich werde es euch beim nächsten Video sagen und beim nächsten Video und beim nächsten Video. Nein, die meisten haben sich's eh schon gedacht. Ich habe mich natürlich logischerweise für das Manly entschieden. Ein wunderschönes Messer. Ich habe es ja schon vorgestellt. Video ist unten verlinkt. Und an dieser Stelle wollte ich nochmal vielen lieben Dank sagen. Michi, vielen, vielen lieben Dank, dass ich mir ein Messer aussuchen habe dürfen. Aus dem ganzen Haufen. Wie ich dir das letzte Mal schon geschrieben habe. Du darfst dir gern das, was war es jetzt, hier, Herberts behalten.
Wenn dir das so gut gefällt, ich kann damit nichts anfangen. Aber soll dir gehören. Ich kann wirklich damit nichts anfangen. Egal, was ich von dem Messer halte. Behalt's dir und ich sag nochmal vielen lieben Dank für das Manley Patriot, weil das nämlich wirklich ein saugeiles Messer ist. Ein richtig geiles Messer. Und da freue ich mich jetzt wirklich drüber. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich bin hier irgendwo mitten in Baden-Württemberg im Wald und habe jetzt das Messer dabei und kann leider nicht so toll damit arbeiten wegen meinem Gips. Aber ich habe es einfach gern dabei, weil es wirklich ein sau geiles Messer ist. Nochmal vielen lieben Dank, Michi. Sau cool. Ja, Leute, das war's von mir und von meinem kleinen Video zum SK Wild Ones Freya Messer. Mal schauen, vielleicht kriege ich ja irgendwie das Loki in die Hände und da ist meine Meinung wieder ganz anders. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Meine hübsche, liebevolle Begleitung springt hier im Wald ein bisschen rum. Und das ist für mich das Stichwort zu sagen, Leute, geht raus, nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber bitte, treibt es nicht zu wild. Sagt, Nature chillt.